So, da bin ich wieder, Kismon und der Berg des Todes in Pokémon Uranium. Weiter geht's. Natürlich, ein Trainer. Berg des Todes. Logan und der riesige Frostelefant. Der sieht ziemlich geil aus, finde ich. Surfer, bitte. Bitte funktionier. Bitte, Surfer, lass mich nicht hängen. Und wir surfen ihn weg. Yes, one hit. Der Fisch auf den Fisch ist einfach immer Verlass. Alles klar, wir leben noch. Wann ist hier endlich Ende? Oh, hier drüben. Okay, ich bin beim Ende angekommen. Snowbank Town. Na, kleiner Mann. Eine verschneite Stadt. Alles klar, wir brauchen keinen Schutz mehr, denn wir sind endlich in Sicherheit. Aber wisst ihr, was jetzt kommt? Wisst ihr es? Wisst ihr es? Der nächste Orden. Und ihr könnt euch vorstellen, der nächste Orden, der wird mies. Der wird richtig, richtig fucking mies. Mal Tränke geholt. Ja, okay, davon habe ich 6 Stück. Nein, 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 Max brauchen wir noch nicht. Gut, schauen wir uns hier ein bisschen um. Vielleicht bekomme ich irgendwas Nützliches, einen Tipp oder so. Oh, der Pokémon-Zahnarzt. Okay, er hat einen ganz besonderen Move. Ah, der Superbiss. Geht nur bei dem hier. Na toll. Moment, zurück. Obwohl Feuer, wir schauen mal rein. Feuer geht bei ihm hier. Wie viel Damage macht denn diese Fähigkeit? 65. Naja, gar nicht mal so gut. Selbst hier der Flame Burst finde ich besser. Kann verbrennen. Nee, dankeschön. Brauchen wir nicht. Na, ich will's doch gar nicht lernen. Weg damit. No. No. Wieso denn? No. Yes. Okay. Verdammt, Zahnarzt. Ich will diese Dinge nicht lernen. Okay, hier ist die Schwester. Das ganze Blut, wenn der Zahnarzt Hand anlegt. Alles voller Blut. Die Pokémon, sie haben geblutet wie die Schweine beim Zahnarzt. Alright, und wir hauen die hier mal hin. Ding, ding, düdeldei. Wir müssen endlich jemanden aus dem Team leider rauswerfen. Es ist traurig, ich weiß, aber du, mein Freund, musst gehen. So, wen haben wir hier? Okay. Ich glaube, das nächste wird richtig schwierig. Alter Mann, gib mir Tipps. Ey, du da. Ja, du bist ein Trainer, oder nicht? Okay, ja, gib mir irgendwelche Tipps, alter Mann. Okay, wir müssen gut kontern. Hört sich richtig mies an. Was erwartet uns da oben? Was erwartet uns da oben? Okay, die Mega-Evolution.
Du da bist freundlich, oder? Na, die Kids hier, die spielen. Ach du Heilige. Okay. Tommy. Wie hast du den Berg des Todes überlebt? Ich bin geflogen, weil ich reich bin. Alles klar, wenn wir das hier gewinnen, dann können wir sie endlich machen. Die Mega-Evolution. Was, wie, zusammen? Aber, nein, ich arbeite nicht mit... Nein, das hört sich gar nicht gut an. Was? Ich will nicht. Warum muss ich jetzt hier Tommy durchfüttern? Der kann nichts. Ich werde wieder alles machen und Tommy steht nebendran. Oh, nein. Nein, alter Mann. Alles, nur nicht zusammen mit Tommy. Peitsche mich aus. Demütige mich. In den Kerker mit mir, aber doch nicht mit Tommy. Okay, die erste Herausforderung. War ja klar, dass Adolf Tommy Hitler rechts gehen darf und wir links. Ich nehme die rechte Tür. Okay. What? Ich muss wirklich... Okay. Okay, ich habe natürlich Terlat rausgeworfen, weil ich dachte, hey, wie scheint, brauchen wir Stärke gar nicht mehr. Terlat, du alte Nudel. Du bist offiziell wieder drin. Willkommen zurück. Du alte Nudel. So. Nochmal das Ganze hier. Ich muss sagen, ich habe Respekt. Müssen wir den Trail am Stück schaffen oder können wir jederzeit wieder zurück und sagen, ey, lass mal hier die Pokémon wieder frisch machen? Bla bla bla. Der Typ mit dem merkwürdigen Oberlippenbart bitte rechts und der gut aussehende, charismatische junge Mann bitte links. Verstanden? Verstanden, alter Mann. Los geht's. Und es ist zu. Na gut, dann schauen wir mal. Ah, wieder so ein Schieberätsel. So. Jetzt hängen die beiden hier. Jetzt komme ich hier durch. So. Huh. Bekomme ich noch einen Versuch, wenn ich... Oh, warte mal. Ich schieb den da oben hin. Geh da runter. Mist, ich hätte den nur bis hier hinschieben dürfen. Dann hätte ich es geschafft. God damn it. Ja, jetzt ist es nicht mehr möglich. Jetzt ist Feierabend. Ja, und jetzt? Ach, Reset. Ja. Okay, das ist gut. Also. Nochmal das Ganze hier. Wir können oben rum, wenn ich den im Grunde in Ruhe lasse, den einen. So. Bis hierhin. Moment. Ah, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Kies, Kies, Kies. Jetzt hab ich's. Also. Moment, den hier lassen wir in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. Und durch. Hey, da bin ich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Der andere Junge da drüben läuft die ganze Zeit gegen die Wand. Deswegen musst du gegen mich kämpfen.
Okay, Drachen-Pokémon. Und wahrscheinlich auch noch Eis. Irgendwann mal. Psyche! Yes, one hit. Ah, von wegen hier, derbe Pokémon und ich habe keine Chance. Okay, der Kollege. Eisdrache. Deswegen wird Feuer nichts bringen. Aber die Katze müsste doch... Wir probieren's. Nein, das war eine totale Fehleinschätzung der Lage. Was habe ich mir dabei wieder gedacht? Kies, was ist in deinem Kopf nur? Was ist nur in deinem Kopf? Dann hoffen wir, dass er es reißen kann. Gut. Gut, gut, gut. Ich dachte ganz kurz, er wäre Boden aus irgendeinem Grund. Oh nein, der Rock Slide. Den kann er ja auch. Den Scheiß kann er ja auch. Ich muss einen Trank nehmen. Ich habe keine andere Wahl. Der Rock Slide ist so mies. Okay, einmal können wir angreifen. Dann müsste ich rein theoretisch wieder einen Trank nehmen. Komm schon, brenn! Überleb, überleb, überleb. Bitte nicht critten. Nice. Flame Burst. Gut, Lage nochmal gekippt. Auf jeden Fall wechseln, und zwar der Fisch. Das muss der Fisch übernehmen. Okay, Drachen-Pokémon. Ganz viele Drachenviecher kommen hier. Alright, Surf. Der sollte eigentlich direkt... Wow! Das sieht so derbe geil aus und macht echt mies Damage. Level 50, Alter. Ein Earthquake. Ja, und ich bin schon bedient. Ich bin im Grunde schon wieder bedient. Und wirklich viele Erfahrungspunkte bekommt man hier drin auch nicht. Nicht mal ein Level-Up für meinen Drachen. Alright. Bekomme ich eine Heilung? Ein Wunder, dass du da durchgekommen bist. Ey, Moment, alter Mann, ich brauche meine Pillen. Ja, und was ist, wenn ich jetzt zwischendrin mal hier eine Pause brauche? Okay, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich ja wieder komplett bei Null. Ich probiere es mal aus. Ich bin jetzt einfach neugierig. Ich bin einfach mal neugierig. Es wäre mies, wenn ich jetzt wieder komplett bei Null wäre. Wenn ich das wirklich in einem Zug durchbatschen muss. Was aber wiederum gut wäre, man könnte da drin ziemlich lange leveln. Ne? Wenn immer wieder ein Gegner kommt und sagt, hey, mach du mal. Hätte ich die Möglichkeit, hier immer wieder Erfahrungspunkte zu farmen. Jo, gehen wir rein. Bin bereit, alter Mann. Oh nein, echt jetzt? Ich muss da wirklich nochmal komplett durch? Muss ich auch nochmal kämpfen? Das ist jetzt halt die große Frage. Weil dann wäre diese Arena echt heftig. Also, wir waren hier. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich bin durch. Alter Mann in Kutte. Ohne Scheiß! Alter, du musst es in einem Zug machen. Drofka. Ich bin Drofka.
Ich zeige dir richtige Pokémon. Aber hier könnte ich jetzt mich hochleveln bis zum... Geht nicht mehr. Oh, komm schon. Ey, hat der mir gegeben? Hat der mir gegeben? Dieser Orden hier wird... ganz besonders hässlich. Wir wissen... naja, im Grunde... der hier, ne? Ist das Einzige, was ich gegen Eisdrache sinnvoll einsetzen könnte. Und wenn die schon so derbe krass sind, wie sind dann erst die nächsten? Wie sieht es dann bei Tür Nummer 2 aus? Was erwartet mich dort? Er macht den Rock Slide. Brenn, bitte brenn. Na also. Er macht den Rock Slide. Ich kann's nicht riskieren, ich muss einen Trank nehmen. Wenn du überlebst, bin ich nämlich tot. Oh, das geht ins Geld. Bekomme ich denn Geld? Er macht den Rock Slide. Und er sollte tot sein. Schade nur, dass der hier absolut keine Erfahrungspunkte bringt. Katze, bitte. Lass mich nicht hängen. Oh nein, das ist super effektiv, oder? Okay, 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 okay. Ist es nicht gut. Gut. Er spiked. Und tot. Level 41. 3000. Jetzt habe ich gerade die Tränke wieder zurück. Komm schon, gib mir doch hier mal eine Spritze oder sowas. Und dem hier geht's gut? Okay, was ist das hier? Ein Labyrinth, hä? Huh? Alles klar, hier bin ich wieder. Dann mal hier lang. Hier ist Ende. Dab, 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 dab. Das war ja super leicht. Okay, wir müssen erstmal das Team wieder frisch machen. Und allein das Frischmachen kostet mich ein Vermögen. Okay, lassen wir so mal stehen. Gut, dann let's go. Zeig, was du kannst. Alright. Da hätte ich jetzt ein anderes Pokémon brauchen können. Naja, lief trotzdem ganz gut. Ja, komm, wir ziehen es durch, oder? Obwohl. Wir ziehen es durch. Was war das? Alright. Fisch, du bekommst das hin. Giga Train. Holy fucking. Wow. Ich kann froh sein, dass ich noch atme. Okay, du bist Pflanze Drachen, ha? Huh?
Bäh. Alter, komm schon. Echt jetzt? Ja, leck mich doch hart. Oh oh, oh oh, was ist das hier? Bin ich tot? What the... Es hört sich verrückt an, aber es könnte sein, dass er es hinbekommt. Mit einem Ice Beam. Das musst du doch überleben, oder? Nein, 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 das überlebt er nicht. Alter, das wird... Das wird hart. Das wird einfach nur hart. Das wird einfach nur hässlich hart. Hart hässlich. Ich brauche diese Fähigkeit. Wow. Wow. Du bist ein Flug-Pokémon. Oh nein, Crunch. Okay, nicht besonders effektiv. Ging aber trotzdem eigentlich klar. Alter, ich muss... Was mache ich denn hier? Ich muss leveln. Ja, sicher. Hol doch einen unschuldigen kleinen Drachen. Hammermäßig. Bist ein richtiges Biest. Ich hoffe, du fühlst dich wie ein richtiger Mann. Nein! Oh, und ihr darf sogar noch crunchen. Nice. Das wird richtig hart. Das wird richtig, richtig hart. Level 50. Gott sei Dank level ich hier noch ein bisschen. Und die geben nur 3000. Ey, gib mir noch ein bisschen Heilung. Kann mich irgendjemand hier... Okay, was kommt jetzt? Alles klar, er hier rutscht los. Ja, was der kann, kann ich schon lange. So. Nur mein Team ist komplett am Sack. Ich habe keine Chance gegen den. Okay. 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 Also, ihr seid voll. Revive. Und so geht mein Budget flöten. Aber habe ich eine andere Wahl? Ich würde sagen, nein. So, ich lass mich doch hier nicht unterkriegen. Ich bin doch hier nicht der Dulli vom Dienst. Dann zeig, was du kannst, alter Mann. Zeig, was du kannst. Hässlich. Okay, das Vieh sieht mega, mega hammermäßig geil aus, aber hässlich für mich. Mal sehen. Alles klar. Ich bin tot.
Ich bin einfach tot. Gift wäre jetzt ganz gut. Okay, ich brauche jetzt schon Heilung. Weil der nächste Hieb, ob ich ihn töte, pures Glücksspiel. Ich habe nur noch 7 Tränke. Der sieht richtig edel aus, finde ich. Ich denke mal, jetzt könnte reichen. Nein, ach komm schon. Aber der Hagel schrottet ihn. Okay, okay, okay. Ich müsste ihn drin behalten eigentlich. Denn jetzt kommt Stahl. Ich hoffe, er macht kein Earthquake oder sowas. Dragon Rush geht daneben. Er nimmt ein bisschen Damage. Er kriegt einen Speed Boost. Das bedeutet wahrscheinlich, er ist schneller als ich jetzt im Angriff. Er macht den Rush. Holy shit. Ich kann nicht vor ihm angreifen. Ich komme niemals vor ihm dran. Mann, ich verliere alle Tränke. Damit sind es nur noch 4. Oh, daneben. So oder so hätte ich aber einen Trank einsetzen müssen. Ich hoffe, irgendwo am Ende bekomme ich nochmal ein bisschen Heilung, weil so schaffe ich niemals den Leiter. Niemals. Schaffe ich niemals. Kann ich komplett vergessen. Ich meine, seine Schergen hier sind ja schon derbe. Okay, wir versuchen's. Ach, das Ding hier. Stimmt. Das ist noch Wasser. Ice Beam. Hat es Wasserfähigkeiten? Wenn ja, wäre ich... Impo. Ice Beam. Überlebe ich gerade so, ha? Huh? Wir sind schneller. Wir riskieren's jetzt. Und er hat eine gute Genauigkeit. So. Die Rechnung ging auf. Crunch. Alter, Crunch ist doch totaler Rotz, oder? Obwohl, geht eigentlich. Den Flame Burst. Der ist im Zweikampf ganz nett. Aber im Grunde, wenn man ihn hat... Okay, Crunch macht doch ganz gut Damage. Gib mir eine Heilung, komm schon. Ich hab's doch verdient, oder? Der Glaube wird jetzt getestet. Tja, mein Glaube stirbt gerade. Okay. Nein, Reset will ich nicht. Oh, okay. Ah, hier ist so ein Knicks. Oh, ho, ho, ho. Es wird noch schwieriger. Ah, come on. Moment, Moment. Wie viele Trails gibt es hier? Leider kann man nicht so schnell laufen. Eins hoch.
Dieser Knicks da oben, der ist so dämlich. Hä? Moment. Ich will hier die Schuhe deaktivieren. Dass ich dauernd im Speedo-Modus bin. Warte mal. Okay, jetzt laufe ich nochmal. Warum? Jetzt ist die Konzentration futsch. Also hier, hier, hier. Noch eins. Noch eins höher. Es wäre noch eins höher gewesen. Hier, 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 hier. Noch eins. So. Es wäre wieder eins höher. Das ist so dämlich zu erkennen, weil die Steuerung echt ungenau ist. So. Immer eins höher? Weil hier ist ja dieser kurze Knicks. Ne, mit Sprinten hat man eine sehr ungenaue Steuerung. Was meine ich? Er läuft einfach nicht nach vorne. So. Na, jetzt bin ich wieder eins zu weit. Ruhig. Ich hab's doch eben easy geschafft. So, hier. War es jetzt noch eins höher oder hier schon rüber? Okay. Langsam, schau es dir erstmal an. Uff. Oh Gott, da sind so viele Knickser drin. Oh! Okay, die Folge ist vorbei. Wisst ihr was? Ich muss nochmal hier neue Kräfte tanken. Aber der nächste Orden, der wird die Hölle. Der wird die Hölle. In der nächsten Folge holen wir den uns. Garantiert. Garantiert. Danke fürs Zusehen. Gebt mir ein paar Bewertungen, um mich seelisch und natürlich auch moralisch zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Es wird hart. Es wird richtig hart. Und tschüss.